Willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Immer noch als Ferkel unterwegs, aber was soll's? Hier soll's gefährlich werden, laut diesem Schild. Sieht auch nicht gerade sehr ungefährlich aus. Nee. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich auf Feuer wechseln. Giftzahn! Hä? Ui! So. Jetzt ist er da oben. Da komme ich so nicht hin. Gut ausgewichen. Na, fuck that. Ach, komm schon. Und wieder reingelaufen. Ich bin ja gut. Verprasse hier diesen Scheiß. Boah. Soll man da überhaupt hochkommen? Ah, so. Du Drecksvieh. Okay. Ich hab's verstanden. Ich bin doof. Jetzt war's aber ganz schön laut, Kleiner. Boah. Okay, erstmal die Pattern hier begreifen. Alter. Erst hier von oben antäuschen und dann hier sowas machen. Und jetzt? Ah. Oh. Das war gar nicht so schlau. Ich glaube, das hätte nochmal ein bisschen Bonus-Schaden gegeben. Wenn ich... Also ich könnte das Ding da oben zerstören. Aber ich möchte ganz gerne... Machen wir es einfach. Komm. Und? Nee. Irgendwie so nicht. So. Aber richtig flott drauf. Ey! Okay, er muss schon oben sein, damit das klappt. Wie schnell sind wir jetzt gerade? Okay, zumindest gibt es nochmal Lebenspunkte zurück. Ein bisschen zumindest. Wie dreckig. So, gib ihm mal richtig. Okay.
Ah, okay. Fuck. Hi, schnell weg. Ach, Scheibenkleister. Okay, da kommt's wieder rausgeflitzt. Jetzt wieder da oben. Fail. Okay, das wird noch was. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Ach, Dengel. Nope, just nope. Das Miese ist halt eben auch echt. Du musst ja im richtigen Zeitpunkt oben, also auf der richtigen Seite sein, auf der einen Seite. So. Ah. Damn. Geschafft. Nanu? Du hast es geschafft, unsere erste Kugel. Es gibt sie wirklich. Igitt, ich mache sie lieber sauber, bevor ich sie zu Sir Mysticats bringe. Hä? Oi. Du hast dich in eine Schlange verwandelt. Wie hast du das gemacht? Kein Wunder, dass jetzt alles so groß wirkt. Ich habe nur die Kugel berührt. Und wenn du sie nochmal berührst? Du siehst zwar immer noch nicht normal aus, aber diese Gestalt wird sich sicher als praktisch erweisen. Sprechen wir mit Sir Mysticats. Er dürfte mittlerweile wissen, wo die nächste Kugel ist. Ich gehe voraus und sage den Leuten Bescheid. Nicht, dass es sich irgendein Dorfbewohner erschrickt und dir deinen schuppigen Kopf abschlagen will. Geil. Jetzt kann ich mich in eine Schlange verwandeln. Und Gift spucken. Okay, ich gehe mal. Ui. Lol. Ich gehe erstmal ganz kurz einmal hier rein, weil dann komme ich. Oh. Komme ich nämlich bestimmt da oben raus. So was habe ich mir gedacht. Und ich frage mich gerade, ob das irgendwas. Habe ich hier irgendwo. Aha! Was habe ich denn hier? Ah! Eine Notenrolle. Sehr gut. Finde ich hier vielleicht noch irgendwas? Nee, das war's. Okay. Oh. Aber raus komme ich hier nur als Schlängchen. Als Schlange die Schlange. Hihihi. Ich kann mich auch Wände entlang klettern. Das sah so aus, ob ich hier irgendwas machen könnte. Hier kann ich aber die Schlangenfunktion nutzen. Das ist cool. Das gefällt mir wirklich sehr. Hier ist noch irgendwas. Oder hier wäre noch irgendwas. Kristallhöhlen, Dorflupia. Okay. Wenn ich hier so
so etwas hätte wie einen Schlüssel, könnte ich da wahrscheinlich irgendwas machen. Hier waren wir doch schon mal. Hier sind wir in der Kanalisation. Aha. Moment. Wollen wir uns hier noch ein bisschen... Wollen wir hier noch mal ein bisschen rumlaufen, ein bisschen erkunden? Guck mal, da ist nämlich so ein Schlangenloch. Aha. So. Das ist doch mal eine hübsche Angelegenheit. Ja. Schwupp. Einmal kurz durch. Mal gucken, was wir hier jetzt finden. Aha. Ich bin eine Bücherschlange. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hoch. Dann hier rüber jumpsen. Oh. Okay, ich merke selber. Erstmal so. Dann hier rüber. Dann schnapp. Abwarten. Und tada! Zwei Notenblätter habe ich jetzt. Subidubi. Besprühe dich mit meinem wunderschönen leckeren Atem. Das finde ich cool. So. Ja, gut, okay. Ah, hier habe ich jetzt alles. Na dann, Abmarsch! Auf zurück ins Dorf Lupia. Einmal kurz abgespeichert. Mal gucken. Und hier stimmt, wir können ja gleich zum Olli. Oh, du hast noch mehr gefunden, lass mal sehen. Super, ich weiß wirklich deine Hilfe wirklich zu schätzen. 18 Notenblätter fehlen mir noch. Mal sehen, was du bisher alles gefunden hast. Sehr schön. Aha, es gibt hier diese 7 Lieder und die kann ich dann irgendwie in der Jukebox oder sowas laufen lassen. Voll cool. Lass mich mal eben hier kurz gucken. Guck mal, da oben zum Beispiel sind nämlich auch noch 2 Punkte, die ich noch nicht habe. Und ich frage mich gerade, ob ich die auch mit der Schlange irgendwie erreichen kann. Gucken wir doch mal. So, ich meine, warum auch nicht? Ach komm. Geht ja schon wieder super los hier. So. Kleine Entschädigung habe ich bekommen. So, wenn wir das nämlich nicht mit der Schlange bekommen können. Jawohl. Dann gehen wir einfach wieder zurück ins Dorf. Aber hier war irgendwas. Aha. Okay, vermutlich muss ich da von oben irgendwie, also von der Etage weiter drüber irgendwie rüberspringen oder sowas. Ach komm, als ob. Bounce. Wie er mich schon wieder erwischt hat, obwohl ich gar nicht erwischt hätte werden können. So.
Aha. So ist das also. Na. Terminated. Bounce. So, das muss ich ein bisschen geschickter machen. Na, so zum Thema Geschick. Oh. Aber wir bekommen zumindest hier die Gelegenheit, nochmal hier so komisch hoch zu jumpen. Das finde ich gut. Na. Und das, obwohl ich immer runterdrücke. Ich glaube, ich nehme doch lieber das D-Pad. Hey, Snix. Freut mich, dass du auch dabei bist. Na! Ah! So wie zum Thema D-Pad nutzen. Auch das hilft meinen erstklassigen Skills überhaupt nicht. Schade. Okay, das war zu früh. Oh, komm. Und das, obwohl ich runtergedrückt habe. Das Miese ist halt eben in der Luft auch noch vernünftig zu steuern. Es war zu früh abgesprungen. Oder zu spät, besser gesagt. Ja, bei mir ist alles wunderbar. Ich enrage nur dieses Spiel ein klein wenig. Und bei dir so? Ey, ich drücke runter und es bringt nichts. Ja, das war jetzt schon wieder... Geil, vielleicht sollte ich jetzt einfach nochmal ein bisschen diese Fledermäuse killen. Mit dem mit der Idee, dass ich vielleicht nochmal Lebenspunkte oder so bekomme. Aber ich glaube, das wird hier nichts. Als ob, mein Herr, als ob. So, ich mag dieses Ferkel hier nicht. Ich mag dieses Ferkel ganz und gar nicht. Speichere ich hier nochmal ab kurz. Dann ist eigentlich totaler Schwachsinn, das hier abzuspeichern. So, jetzt sind wir wieder hier. Müssen wir wieder aufpassen, weil gleich wieder irgendein Spinnchen angetrabt kommt. So, das erste habe ich. Das Ganze knicken. Und dann sind wir wieder hier. Computer sagt, ey, ist voll aus dem Bild gesprungen. Voll gemein. Ey. Und ich drücke runter. Und er will trotzdem nicht diesen Jump machen. Also wirklich verkrampft runter, in dem richtigen Moment eigentlich. Ja, jetzt geht's, aber jetzt kann ich mich wieder nicht konnte ich mich wieder nicht richtig bewegen. Ah. Naja, also vom Trailer her weiß ich, dass man irgendwann wohl auch fliegen kann. Aber egal, ich lasse mich jetzt hier einfach sterben gleich. Also, ja, ich tue das Richtige. Ich drücke immer runter. Und zieht ihr euch das rein? Zieht euch das rein. Ah, Moment. Ich
glaube, ich muss im... Nee. Ich verstehe es einfach nicht. Naja, komm. Einen Versuch gebe ich mir noch. Und dann ist okay. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Dammit. Oh, aber auf der Plattform gelandet. Wenigstens was. Ah, das war zu früh. Es war echt zu früh angegriffen. Und Dankeschön fürs Followen, koreanische Schriftzeichen, die ich nicht lesen kann. Nee. Raff's einfach nicht. Nein! Zwei gute Hits und dann sowas. Meh. Okay. Aber wir werden besser. Das war Glück im Unglück an dieser Stelle. Das war mal sowas von gar nicht getroffen. Lüge. Ey, schon wieder. Ich treffe das Viech. Ich drücke runter und es will trotzdem nicht auslösen. Schon wieder. Mir ist schon bewusst, dass ich komme, also dass ich nur noch einmal Lebenspunkte habe. Ah, Moment. Nee. Das war schon wieder gerade. Genau der gleiche Move. Ich drücke runter! Junge, was stimmt denn nicht? Fuck that. So, dafür die Spinn verprügeln. Dreckmist hier. Naja, sei mal böse, du. Okay, ich mach das einfach irgendwann anders. Jetzt geht's nach Lupia und alles ist gut. Achso, nee, stimmt. Der Typ war, glaube ich, in diese Richtung. Dieser Herr Mausgewitz oder so, wie der hieß. Da ist er ja. Die Legende ist demnach wahr. Junger Krieger, nun glaube ich an dich. Ich habe doch gesagt, ich schaffe das. Sir Mysticats, wie viele Kugeln gibt es noch zu besorgen? Die gerade gefundene Kugel mitgezählt, sind 5 davon im ganzen Monster World Königreich verstreut. Die nächste müsste sich in den Kristallhöhlen unter der Kanalisation des Dorfes befinden. Mit diesem Schlüssel kommt man dorthin. Ah. Wunderbar. Komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst, Kleiner. Stirb. Nein! Das wollte ich gar nicht. Okay, hier passiert nichts. Ich brauche auf jeden Fall nochmal so einen komischen Lifepoint-Drink. Was gibt's hier? Ah, hier gibt's. Ah, perfekt. Hier gibt's so einen Lifepoint-Drink. Und bevor wir losziehen, wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, noch einmal kurz die Magiepunkte oder irgendwie sowas aufzurüsten. Glänzendes Armband, das seinem Träger insofern Glück bringt, dass mehr magische, wenn er braucht, schon
Ja, komm. Nehmen wir. So, damit haben wir jetzt ein cooles Ding ausgerüstet. Und ich glaube, auf die Art und Weise sind wir jetzt ganz gut gerüstet, um uns gegebenenfalls... Ja, ja. Um in die Kanalisation zu laufen. Das finde ich cool hier. Kling, kling. Moment. Ich habe da so eine Idee. Und zwar gab es da so ein Problem mit der Mühle. Aber wir waren zu dick für diese Mühle. Deswegen konnten wir hier nichts machen. Aber jetzt haben wir ja die Möglichkeit, der Schlange durch die Gegend zu laufen. Und jetzt kommen wir hier auch hoch. Und genau das ist das Rätsels Lösung. Bumm. Die Mühle dreht sich wieder und da ist eine Dingens, die wir jetzt nutzen können. So. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt hoch? Na gut. Aber wir können zumindest jetzt mit der netten Dame da unten sprechen, denn ihre Mühle funktioniert wieder. Jin, du hast es geschafft. Endlich kann ich wieder frisches Brot für das Dorf backen. Toll. Ich dachte, du gibst mir noch irgendeinen schönen Gegenstand oder so. Nö. Nur ein Dankeschön, feuchter Händedruck, verzieh dich sonst wohin. Ist hier irgendwas? Nö. Sah so aus, als ob man hier irgendwas machen könnte. Da ist ein Mensch. Eine Person wurde nicht verwandelt. Haha. Oh, das war vorher ein Tier. Abwärts. So, gucken wir mal. Wo denn die Kanalisation da nach unten soll es jetzt gehen? Müssen wir mal gucken, ob wir hier jetzt irgendwas haben. Okay, wir laufen einfach nochmal weiter Richtung Kanala. La 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 la. Fuck. Nein! Boah. Geht doch. Wir müssen mal ein bisschen gucken, ob wir nicht hier irgendwo als auch als Schnecke, sag ich schon, als Schlange durch die Gegend laufen können. Ist ja alles möglich. Ah, da ganz im Osten gibt es wohl eine Tür, in der wir noch nicht waren. Ne, müssen wir noch einen runter? Hier. Genau. Und dann mal gucken. Smack. Rüberlaufen. Nochmal rüberlaufen. Und hier war es noch nicht. Aber hier steht zumindest schon mal dieser Gang. Hier ist eine Tür und die führt uns... Achso, die führt uns dahin. Ja, das ist blöd. Können wir als Schlange jetzt hier hochklettern? Nee, ist zu rutschig. Oder vielleicht da nicht lang.
Nee, das war's auch leider nicht. Na gut, okay. Ein Versuch war es wert. Dann müssen wir wohl leider wieder zurück. Es gibt hier aber noch andere Wege. Und zwar hier nach oben und dann nach links oder rechts. So. Die Türen haben wir ganz nach oben. Und dann. Ah, hier kommen wir nicht weiter, das ist klar. Aber hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier verstecken sich gerne mal Gegner drunter. So. Wunderbar. Was haben wir denn hier? So, das war diese Sache. Mit dem da lang. Hey. Und dann hier hoch. Ich glaube, genau, andere Wege gab es nämlich nicht. So, wenn ich jetzt nicht in diese Richtung gehe, hey, dann lande ich nämlich wieder da, wo wir angefangen haben, genau. Genau. So, einmal kurz abgespeichert und nochmal ein kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal. Außer für die Leute, die jetzt natürlich noch im Stream sitzen, die freut es bestimmt, dass es hier direkt weitergeht. Also bis dann.